Der Fall Skripal oder es gibt keine Beweise erinnert mich und hoffentlich nicht nur mich frappierend an die Beweislage zum Irak, der ganz sicher Massenvernichtungswaffen gehabt haben soll. Welcome at ACTV News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Volljurist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Bin ich der Einzige, der sich die Frage stellt, ob denn die Beweislage im Fall Skripal, der ehemalige Doppelagent, der vor kurzem in England mit Vergiftungserscheinungen aufgefunden wurde, komisch ist. Bin ich der Einzige, den die Beweissituation, die Argumentation frappierend an die Argumentation von George W. Bush vor der Irak-Invasion betreffend des Vorhandenseins von Massenvernichtungswaffen vergleichend darstellt. Meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass im Jahr 2018, wo so viele Menschen darüber geschimpft haben, wie unverhältnismäßig ohne konkrete Beweise der Einmarsch in den Irak war, nun mal dieselben russische Diplomaten außer Landes weisen. Unabhängig davon, dass ich nie ein Freund war, der sagt, dass Verweisen von Diplomaten aus einem Land wäre eine sinnvolle Lösung. Ich bin ja eher der Meinung, dass man gerade in solchen Krisenfällen erst recht miteinander sprechen muss. Aber wenn man genau diesen Fall einfach laufen lässt, dann stellt sich schon die Frage, warum fordert heute kaum jemand Beweise? Warum konnte man, wie die FAZ schreibt, Ermittlungen von unabhängigen Organisationen nicht abwarten? Reicht es wirklich aus, im Jahr 2018, dass den Mitgliedern des Europäischen Rates die Ergebnisse der britischen Ermittlungen vorgestellt worden seien? Laut britischer Regierung waren diese Geheimdienstinformationen auf noch nie dagewesenem Niveau. Ja, verdammt nochmal, wenn es einen konkreten Beweis gibt, ja, dann behandelt uns doch nicht wie Idioten. Legt die Dinge auf den Tisch oder lasst es. Bevor ihr anfangt, Russland wegen irgendwas zu verdächtigen und vorzuverurteilen, möchte ich die Beweise auf dem Tisch haben. Ich bin ein intelligenter Mensch und ich erwarte, dass man mich so behandelt. Dafür habe ich euch gewählt oder nicht gewählt oder was auch immer. Aber es kann nicht sein, dass ihr einfach eure Meinung uns aufoktroyiert und entsprechend handelt. Wenn ich sehe, wie der Hamas reagiert und uns verkaufen möchte, dass das alles Tatsachen sind, dann muss ich lachen. Ja, damals hieß es auch, dass ganz sicher Massenvernichtungswaffen im Irak zu finden sind. Mit dem Unterschied, dass Saddam Hussein vorher in Halabdscha, allerdings viele Jahre vorher, solche Massenvernichtungswaffen bereits eingesetzt hatte und damit zumindest eine Urgefahr für alle bestand. Heute verlassen wir uns auf die Aussagen und auf die Herkunft eines Kampfstoffes. Ob diese Aussagen richtig oder falsch sind, kann ich nicht bewerten, aber ich wundere mich, dass man uns hier und heute keine Beweismittel zur Verfügung stellen möchte. Für mich scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Und da muss ich sagen, wehret den Anfängen. Euer Michael Langhans.